Und, habt ihr schon einen Termin? Noch nicht. Ich will unbedingt in einer Kirche heiraten. Du bist also der Kirchentyp. Ich gehe hin. Ist mir schon wichtig. Und gehst du auch beichten? Ja. Hat dir der Priester schon mal Fragen über Sex gestellt? Er fragt nicht, aber man soll ihm möglichst alles erzählen. Und mal angenommen, man hat etwas richtig Versautes getan. Will er dann jedes Detail wissen? Ich denke nicht, nein. Du wirst ja rot. Ich will dich doch nur ärgern. Gut, wechseln wir das Thema. Was für eine Welt. Findest du die Welt seltsam? Ich meinte deine. Was macht man mit dem Geld? Meins geht ins Ausland. Wir können darüber reden, aber meine Leute vermittle ich nicht. Alles klar. Okay. Was noch? Sie wirken verunsichert. Mir geht's gut. Sagen Sie es, wenn Sie nicht mitmachen. Warum? Weil man jemanden erst kennt, wenn man weiß, was er will. Ich kann Ihnen nichts raten, Counselor. Das war mir schon Rat genug. Sie müssen selbst wissen, ob Sie mitmachen. Denn ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich Ihnen sagen, was Mickey Rourke in diesem Film gesagt hat. Auf jeden Fall kann ich dir nur eins empfehlen, Anwalt, lass es. Brandstiftung ist ein schweres Verbrechen. Ja, und das hier auch. Mit dir zusammen zu sein, ist das Wichtigste im Leben. Alles andere ist nebensächlich. Willst du? Ja, ich will. Ich habe vor, dich zu lieben, bis ich sterbe. Ich zuerst. Counselor. Ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Geldprobleme sind eine ernste Sache. Ich bereite alles vor. 625 Kilo, ungefähr 20 Millionen. Ich weiß, warum ich es mache. Sie auch? Ein schöner Ring. Willst du wissen, wie viel er wert ist? Ein Jura-Diplom ist eine Lizenz zum Stehlen, aber Sie haben nie Kapital draus geschlagen. Ich habe wirklich Angst, Liebling. Es wird alles gut. Wenn Sie den Weg weitergehen, den Sie gewählt haben, werden Sie irgendwann vor moralischen Entscheidungen stehen, die Sie vollkommen überraschen. Du solltest mit deinen Wünschen vorsichtig sein. Vielleicht erfüllen sie sich nicht. Counselor, wir haben ein Problem. Die Lieferung. Sie ist weg. Unsere Geschäftspartner haben angerufen. Denen fehlen 20 Millionen. Die denken, wir stecken da alle mit drin, oder? Nein, nur Sie, Counselor. Sie. Die glauben nicht an Zufälle. Sie haben davon gehört, aber noch nie einen gesehen. Du kriegst Ärger. Wenn sich der Abgrund vor dir auftut, werde ich längst weg sein. Was soll ich jetzt tun? Wie schlimm ist es? Wir sind hier fertig. Es ist zu spät. Ich kann verschwinden. In einem Augenblick. Sie auch? Was uns jetzt erwartet, können wir uns nicht mal vorstellen. Sie sind die Welt, die Sie geschaffen haben. Und wenn Sie aufhören zu existieren, wird die Welt, die Sie geschaffen haben, auch aufhören zu existieren.